In Europa, da grassiert das Coronavirus weiterhin noch stärker als zurzeit in Deutschland. Frankreich, Spanien, die Niederlande und Großbritannien sind extrem hart getroffen. Aber auch unser Nachbarland Tschechien. Dort wurden nun weitere Maßnahmen getroffen. Alle Bars und Restaurants müssen ab morgen schließen. Es gibt ein Alkoholverbot im öffentlichen Raum. Und maximal 6 Menschen dürfen sich in einer Gruppe versammeln. Der Überblick von Lea Freist. Tschechien will die Kehrtwende schaffen. Von Mittwoch an müssen nun Restaurants, Bars und Clubs schließen. Auch die Schulen sind zu. Es gilt ein Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen. Der tschechische Premierminister spricht von einer schwierigen, aber notwendigen Entscheidung. Ich bin überzeugt, dass wir mit unserer aller Mühe erfolgreich sein werden und das Virus wie im Frühjahr schon besiegen werden. Jetzt liegt die Priorität darauf, dass unsere Krankenhäuser mit den steigenden Patientenzahlen fertig werden. Das ist auch das Ziel Großbritanniens, denn die Infektionszahlen steigen dort rasant, ebenso die Todeszahlen. Mit einem neuen 3-Stufen-System soll das Virus eingedämmt werden. Die erste Stufe, mittlere Gefahr, gilt für den größten Teil des Landes. Es gilt die 22-Uhr-Sperrstunde und eine maximale Gruppengröße von 6 Personen bei privaten Treffen. Stufe 3, sehr große Gefahr, soll jetzt in Liverpool greifen. Keine Treffen, weder drinnen noch draußen, mit Mitgliedern anderer Haushalte. Pubs und Bars müssen schließen. Die Anzahl der Infektionsfälle hat sich in den letzten 3 Wochen vervierfacht. Inzwischen sind mehr Menschen mit Covid im Krankenhaus als zu dem Zeitpunkt, als wir am 23. März im Lockdown waren. Wir müssen jetzt handeln, um Leben zu retten. Die maximale Warnstufe gilt immer noch in Paris. Bars und Cafés sind in der Hauptstadt Frankreichs zu. Restaurants dürfen bei verschärften Hygieneregeln geöffnet bleiben. Ganz Frankreich hatte am Wochenende 27.000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet. So viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Ein neuer Lockdown soll unbedingt verhindert werden. Auch deswegen wird an der Corona-Tracking-App nochmal geschraubt. Bisher erwies sie sich als absoluter Flop. Nicht einmal 3% der Bevölkerung hat sie bisher runtergeladen.